Da rechts haben wir das Arsenal, falls wir es noch brauchen. Generell gehen wir jetzt aber mal für auf die Feueranlage selber. Oh. So. Wow! Es gibt ja nicht nur ein LMG, krass. LMG gibt es auf dem ganzen Stand liegen zwei LMGs. Hast du eine Idee, welches? Ah, oh, ich kenne mich nicht aus. Aber, ja. Yeah. Du rat mal. Also, das eine, was ich den Namen schon gehört, der Minimi. Was ist denn das andere? Para-FN. Mini Para-FN und das Minimi sind das gleiche. Oh, was gibt's denn alles? Ja, ich bin nicht so der Waffenar, aber halt die okay. Anderen. Also, wir haben da zum einen den Stoner. Ah. Das Beispiel für das LMG. Das ist der, der schnell verklemmt, oder? Ja, das hat einen mechanischen Grund, weil das hat Caseless Ammunition und das hat ein bisschen ein Hitzeproblem. Ja. Dann haben wir das Mini Para. Das ist eigentlich auch ein leichtes LMG. Weil LMG heisst Light Machine Gun. Nicht Large Machine Gun? Nein, Light. Okay, das ist neu. Wenn du jetzt das Ding anschaust, warum liegt das auf dem Stand? Hast du eine Idee? Oh, es gibt nur zwei LMGs, hast du gesagt. Ja, was ist denn das? Moment. Andere Farbe, es hat noch so eine Stativ vorne. Farbe kannst du immer ignorieren. Es hat ein Stativ vorne. Was haben wir zwei Beine, das haben die anderen zwei auch unter Umstand. Das nicht da, oder? Nein. Das auch nicht. Nein, oh, warte mal, was ist eigentlich der Hocke, der das hat, hier bei dem? Was? Das ist der oben dran. Wie ein Visier, aber es ist kein Visier. Das ist ein Carry Handle. Das ist zum LMG transportieren während dem Rennen oder so. Okay. Und das ist auch bei dem speziellen Typ, ist das auch zum die Laufgruppen ausbauen, zum den Lauf wechseln. Okay. Aber bei dem dort hinten, was ist anders, hast du gefragt? Warum das liegt das da? Also, warum liegt es jetzt gerade ganz rechts am Schießstand oder warum liegt es zusätzlich auch hier zu den anderen? Ja, ich meine, es sieht doch eher aus wie ein normales Gewehr, oder? Boah, ja, also, ja. Ja, gut, ja. Yeah. Warte mal, was haben wir denn da? Ja, ich würde jetzt sagen, dünner, aber eigentlich sehen sie gleich aus wie die anderen, denkt sie. Hast du denn nochmal ein normales Gewehr zu nebenan legen, dass ich eine Vorstellung davon habe? Nein, nicht wirklich. Okay. Aber das ist ein Light Support Weapon. Das heisst? Also eine leichte Unterstützungswaffe. Der Unterschied ist, zu einem normalen Sturmgewehr hat das meistens einen anderen Aufbau, was die Verschlussgruppen anbelangt. Und die schiessen meistens von einem offenen Verschluss und nicht von einem geschlossenen Verschluss. Ah, was heisst das? Offener Verschluss ist, wenn du. Du siehst das im Zentrum. Das Hebeli? Nein, nicht das Hebeli, das dahinter. Du siehst du die schwarze Fläche? Die Glasscheibe. Glasscheibe? Ich würde sagen, das Glasscheibe. Schwarze Fläche, ja, hast recht. Ja. Das ist Ding. Das ist der Verschluss. Das ist der Verschluss. Also das ist etwas, was raushülselt. Genau. Ja. Und bei den meisten Waffen ist der Verschluss geschlossen. Okay. Wenn du durchladest. Bei der siehst du es nicht. Okay. Und die werden hier offen. Vielleicht hast du schon mal ein Sturmgewehr von Schweizer Armee gesehen. Wenn du durchladest, geht der Verschluss wieder führen. Ja. Okay. Vom Konzept her sagt man den Open Bolt. Also offener Verschluss. Mhm. Und die Idee ist, dass der Verschluss hinten bleibt und keine Patrone im Patronenlager ist. Wenn du Abzug drückst, kommt der Verschluss führen. Also er schließt Patron, sich. Genau, er schließt sich, er ladet Patronen und dann kommt direkt der Schlaghammer, löst aus, die Patrone wird abgeführt, der Verschluss geht wieder hinten und bleibt nachher auch dahinter.
Also warte, du drückst ab und erst dann geht der Verschluss zu Patronen kommt, das macht also zuerst klack, bumm, so auf genau, einen... genau, anstatt bumm, klack. Aber warum die Verzögerung? Da könntest du ja eventuell spät sein durch das. Ja, warum die Verzögerung? Wenn der Verschluss zu ist, dann ist der mehr oder weniger luftdicht abgeschlossen. Ah, du meinst wegen der Kühlung, echt? Genau, wegen der Kühlung. Und leichte Unterstützungswaffen haben meistens, sind die ähnlich aufgebaut wie die normalen Gewehre. Sie können auch die normalen Magazine fressen. In dem Sinn. Aber sie sind meistens, haben sie eine Funktion, dass wenn du sie im Vollauto abführst, dass sie den Verschluss offen lassen, anstatt den Schliessen. Und im Einzelfeuer tun sie den ganz normal vor der geschlossenen Position schiessen. Darum ist die noch da, weil sie gehört theoretisch auch in die Supportwaffengattung. Also was du kannst umstellen zwischen offen und verschlossen Dämpfer? Umstellen nicht direkt, das macht sie automatisch, wenn du sie im Serieführer abführst. Aber im Einzelfeuer, das ist immer off. Das ist sie normal, das verhält sich wie ein normales Gewehr. Also geschlossen? Genau. Okay. Also das ist, du stellst auf Einzelfeuer um und dann ist das geschlossen. Also dann kannst du quasi umstellen. Nein, wenn du auf Einzelfeuer gehst, also sagen wir so, du lässt sie durch, dann ist der Verschluss zu, zum verhindern, dass Dreck hier kommt. Wenn du sie dann im Einzelfeuer abführst, drückst du ab, Patrone wird ausgelöst, Verschluss geht hindern, kommt wieder führen, ladet eine neue Patrone, Verschluss bleibt zu. Okay. Wechselst du auf Seriefeuer, ist jetzt quasi der erste Schuss, ist sie geschlossen. Ah, und dann bleibt sie auch. Dann fängt sie an zu cyclen, bis du den Abzug wieder loslässt. Und dann bleibt der Verschluss hinten, zum Überhitzen verhindern. Oder zum Cook-Off der Patronen verhindern. Okay. Oder wenn die Waffe so heiß ist, kann es sein, dass die Patronen eine Fehlzündung hat und einfach so... Ja, ja. Wer ist jetzt eigentlich das Beste aus beiden Welten? Der ist zu und bei Serie 4 kühlt es halt, weil er dann offen bleibt. Genau. Okay. Das ist vor allem eine Waffe, die du als Supporter kannst einsetzen kannst, wenn es darum geht, leicht zu bleiben. Und wie heißt die jetzt? Das ist MXSW. Okay. In dem Fall. Es gibt noch andere Varianten, ich kann dann auch noch ein paar zeigen, aber... MX ist so die Standard-Arma-Waffe. Gibt es die in echt auch, oder ist das mehr so? Nein. Bei diesen Dingen ist halt wichtig zu wissen, dass sie A immer größere Magazin verwendet, oder? Und es gibt ein paar andere noch von diesem Typus. Das ist vor allem, wenn du, sagen wir, im Städtekampf unterwegs bist, oder? Wo das LMG dann eben schon wieder zu schwer wäre. Ah, obwohl es Light Machine Gun heißt. Ja, Light Machine Gun. SW heißt Support Weapon. Support Weapon, ja, okay. Ja. Dann das nächste, was wir da hin haben, das sind dann eben die zwei LMGs, die wir in Arma jetzt gerade so ohne Mods haben. Das eine ist eben Stoner in 6,5 Caseless. Und dann haben wir da noch das Mini Para in 556 mal 41, wenn ich es recht habe, genau. Also 556 ist normale Quermunition. Genau, ganz normal. Dann 43. 43, okay. Aber dann, das LMG ist in dem Fall jetzt leichter als ein Gewehr? Nein. Aber dann verwirrt mich das. Wieso heisst es denn Light Machine Gun? Weil es leicht in der Kategorie von der Maschinengewehr ist es leicht. Aha, okay. Weil jetzt kommen wir zu der richtigen Brummer. Okay. Was ist das? Was denkst du, was das ist? Ja, das sieht ist irgendwie... kein LMG. Ja, das sieht aus wie ein Jagdgewehr mit ein bisschen futuristisch und Star Trek und so, aber das könnte ja... Ich keine Ahnung, wie gesagt, ich kenne nicht aus, aber es sieht nach Long Barrel aus vielleicht. Das da, ab 7.62 aufwärts bewegen wir uns im Bereich von der Medium Machine Guns. Okay. Das sind Waffen, wo... Du bist noch nicht ganz in der Glosskaliber-Liga am rumtümpeln. Das ist eine Waffe, die du immer noch selber kannst transportieren, ohne dass du irgendwie Hilfe von weiss ich wie viele Leute brauchst und abführen. Aber du hast einen sehr viel grösseren Kaliber. Die da ist zum Beispiel in 7.62x51 Chamber, wenn ich es recht habe. Dann hier eine haben wir 9,3 mm.
Ui, haben wir mit der schon mal gespielt? Ich glaube nicht. Ja, das ist ein richtiges Biest. Wie heißt die? Zuletzt, weiß gar nicht. Teckel und Koch 121 ist das. Okay. Und das letzte, was wir haben, ist SPMG. Das ist in 338 Laputa Magnum. Das sind alles MMGs. Richtig gross. Ja. Die kannst du auf viel grössere Distanzen einsetzen als das LMG. Okay, aber sind sie denn auch in dem Fall genauer, oder was? Was bedeutet das? Sie sind kind of genauer, und was eben auch ist ihre Kaliber sind auf viel grössere Distanzen noch tödlich. Ja. Und das, durch das wird die theoretische Ungenauheit wieder ein bisschen relativiert, weil es ist so, wenn die Kugel, die dich trifft, wenn sie die Streifen einfach nur einen Kratzer verpasst, du lebst es wahrscheinlich, wenn die Kugel dich trifft, hast du wahrscheinlich die Hälfte vom Bein nicht mehr. Gut, das tut mir allgemein bei den LNGs. Die haben einfach viel mehr Durchschlagskraft. Es braucht 3 Klicks mit der Maus und dann geht down und ist tot. Und beim Rifle hast du so bis 10. Das tut mir auch nichts. Und was haben wir denn da hin? Das kann man nicht mehr selber tragen und abführen. Das ist ein Mounted LNG mit Feldstecher. Ja, also es ist ein Heavy Machine Gun. Okay. Ah, das ist der das HMG. Ist ein... Ja, genau. Die sind jetzt beide gemountet auf einem 2, auf einem 3-Bein. Einmal haben wir die stehende Variante und einmal haben wir die liegende. Aber hebt das vom Rückstoß? Ich meine, das ist schon filigran, das Stativ. Das Stativ hebt das schon. Okay. Was bei denen halt cool ist, also wenn du mit dem Ding rumspielen darfst, dann bist du meistens in einer grösseren Gruppe unterwegs. Also so 3 Leute aufwärts. Aber du hast... das... Das ist das, was du umgedreht hast bei der einen Mission und die Leute am Hang hier genommen hast. Genau, genau. Das ist Chamber die Kaliber 50. Okay. Oder? Warte, jetzt Kaliber 50 heisst, die Patrone ist 5 cm dick, oder? Nein, warte jetzt. Nein, 12,7 mm mal 99. 0,5 Kaliber sind immer in. Die Punkte irgendetwas angegeben, sind immer Inches. Ah, Inches. Okay, ja. Halbe Zoll Durchmesser. Durchmesser ist damit gemeint. Okay, alles klar. Da brauchst du... Vater kannst du im Kopf ausrechnen. Ich habe immer noch meine Liebe mehr damit. Ich muss das zuerst mal anschauen und mit dann irgendeine Formel ausdenken, wie das irgendwie so. Naja. Gut. Da brauchst du meistens mindestens 2 bis 3 Leute, um diese Waffen zu transportieren. Also beide jetzt auf dem Stativ? Ja, genau. Die ist jetzt einfach liegend. Dass sie die, wenn sie von an nimmst, sind es 2 Rucksäcke. Ja. Ja, das haben wir auch schon mal gemacht, glaube ich. Und da war es die Artillerie gewesen. Ja. Ja. Das ist wie die Mörser. Mörser, ja. Genau. Dann eben, wichtig ist halt, je nach Umgebung sind gewisse Waffen vorteilhafter und andere weniger. Oder? Die leichte Unterstützungswaffe, also das, oder Support Weapon, die ist vor allem für Urbans geeignet. Weil du hast immer noch mehr oder weniger das Verhältnis von einem normalen Gewehr. Oder? Aber mehr Durchschlag. Also mehr, vor allem grösseres Magazin und besseres Sightmanagement, oder? Dann, ist das jetzt eigentlich ein Rifle ohne Schalldämpfer versus LMG, leichtes LMG mit Schalldämpfer, hat dann aber immer noch mehr Durchschlagskraft, ist dann aber... quasi besser, aber hat wahrscheinlich das thermische Problem. Also Schalldämpfer erhöht ganz leicht Durchschlagskraft und Reichweite, weil der Lauf ein bisschen verlängert ist, aber das ist ein anderes Thema. Okay, verschieben wir das. Das verschieben wir, genau. Es ist viel zu viel. Ja, ja. Eben, also, leichte Unterstützungswaffen, urbanes Gebiet, LMGs, sind allgemeine Waffen, die kannst du so ein bisschen überall brauchen, sind aber in nichts wirklich herausragend. Also heisst überall als Teil von einem normalen Führteam, jetzt nicht speziell, wir gehen zu zweit, machen irgendwie Support. Genau, schon? Genau. Okay. Genau. Die MMGs tust du in der Regel eben in einem Supporter-Team, also sprich mindestens 2 Mann, umschleppen.
Weil das Problem mit denen ist, du willst nicht näher als 600 Meter an einem Ziel dran sein. Du wirst es nachher merken, die Siechen sind zacken schwer. Okay. Also wirklich schwer. Ja, die Munition ist ja dann auch schwerer, weil grösser und alles. Genau. Und dann eben die schweren MGs, die brauchst du dann vor allem eigentlich in der Dreiergruppe. Ja. Oder? Die brauchst du, um irgendwas halten und verteidigen über länger oder so. Genau, oder wenn du auf eine wirklich grosse Distanz musst angreifen und so weiter, oder? Ja. Das tun wir nachher praktisch dann anschauen, wenn wir... Das erste, was du vergessen als LMG-Schütz, ist alles, was du im Marksman-Training lernst. Also du hast die Sektor, das ist alles, was für den Marksman wichtig ist. Also nein, nicht Rifle. Rifle. Ah, jetzt habe ich es gebucht, nein. Aber es geht ins Gleiche rein. Rifle und so, weil Rifle schießt hauptsächlich schnelles Einzelfeuer oder gezieltes Einzelfeuer, oder? Ja. Als LMG ist der einzige Unterschied in dem Feuer, das du kennst, die Länge der Salve. Streut und du dann ist einfach viel länger. Ja. Du hast nie Einzelfeuer mit einem LMG. Machst du einfach nicht. Auch wenn es weiter weg ist, weil Präzision ist nicht dein Ziel. Du willst einschüchtern quasi. Genau. Woran erkennst du als LMG-Schütz, dass du deinen Job richtig machst bei der AI? Ja, wenn sie sich zurückzieht, deckungsfähig wegkommt. Ja, es gibt noch einen anderen, sehr viel besseren Indikator. AI. Was möchte ich sehr, sehr oft, kurz nachdem ich angefangen habe, wenn ich der LMG-Schütz bin? Nicht mehr schiessen, echt? Warte jetzt. Nein, nicht mehr schiessen, aber... Wenn sie Pech haben, nicht mehr schiessen. Wenn sie keinen Pech haben, haben sie noch Zeit, für Smoke rauszuhauen. Genau. Als Smoke rauszuhauen? Ja, wenn du deinen Job als LMG-Schütz richtig machst, fängt der AI wie wild an mit Smoke um sich schmeißen. Okay. Weil dann fühlt sie sich suppressed. Okay. Oder dann fängt sie an mit Smokes um sich schmeißen. Das siehst du ganz gut, wenn zum Beispiel das Engagement anfängt und das LMG weiter hinten ist von uns und zuerst in Stellung muss kommen, dann siehst du zuerst, wie die Rifles anfangen zu schiessen. Mhm. Und dann hast du immer so ein bisschen Vor- und Zurück zwischen der AI und unseren Rifles, oder? Und dann, wenn ein guter LMG-Schütz am Decken kommt, dann siehst du automatisch, wie der Smoke anfängt rumfliegen. Okay, wir sind mal darauf acht. Aber dann müsstest du eigentlich LMGs ausschließlich immer mit Tracer-Munition beführen, wenn du einschüchtern willst, oder? Muss nicht, glaub's mir. Die AI sieht A, Tracer nicht, B, es kommt nicht darauf an. Du merkst, wenn dich ein LMG unter Beschuss nimmt. Okay. Banger Handy Verleitung ist der Tracer eigentlich nur noch Formsache, weil um dich explodiert gerade die Welt. Ja, okay. Oder? Gut. Es gibt einen wichtigen Befehl, auf den musst du achten. Der kommt vielleicht ab und zu von einem Squad-Leader. Das ist, wenn du hörst, LMG, Salbefeuer, dann kommt ein Sparing und nochmal ein Sparing. Wieso zwei? Also LMG, Salbefeuer 50 bis 70. Ah, genau. Und dann würdest du einfach so in diesem Winkel so streuen. Genau. 50 bis 70 deckst du einfach ein. Okay, ja. Alles klar. Das ist ein Befehl, den du vor allem bekommst, wenn die Sicht schlecht ist. Ja. Wenn der Squad-Leader, der hat ja meistens ein bisschen mehr Übersicht, oder? Aber weiss, hey shit, da vorne in diesen Gebüsch hocken welche. Mhm. Du als LMG siehst die vielleicht gar nicht. Ja. Oder? Dann kann er dir manuell zuweisen, quasi, hey Dude, von dort bis dort, schiess Salven, oder? Ja. Wie lang die Salven sind, die individuellen und so weiter, das überlässt man dir. Das musst du selber herausfinden. Ja. Dann, das ist ein Befehl, auf den du achten musst. Dann, es gibt zwei, drei Sachen.
Das eine ist, du solltest als LMG schauen, dass du in der Regel nicht zuvorderst bist. Mhm. Weil das Problem mit dem LMG ist, du hast die längsamste Reaktionszeit von allen, abgesehen vom Marksman. Ankerom, solltest du eher seitlich sein, nicht dass die eigenen Leute über den Haufen schiessen. Das ist noch etwas anderes, ja. Aber das ist jetzt vor allem für die Marschformation. Ja. Ja. Wenn du zuvorderst bist, du hast die höchste Reaktionszeit von allen Leuten. Oder? Also auch mit dem Light, mit der Unterstützungswaffe. Das ist immer noch deutlich lobbiger als ein Gewehrli. Okay, ja. Also für akkurat für bist du definitiv der, der am längsten braucht. Oder? War der Grund, warum man dich trotzdem vorstellen kann in die erste Reihe, was allerdings ein bisschen riskant ist, ist, dass man darauf hofft, dass du, wenn du reagierst, einfach mal einen Vandus Play hinterher lässt. Okay. Soll der Gegner sagen, ob er sich da, ob er dort stehen bleiben will oder ob er sich lieber auf den Boden wirft. Ja. Oder? Du wirst aber mit dem meistens keinen Schaden anrichten, sonst mehr einfach die generelle Gegend verwüsten, oder? Nein. Wenn es irgendwie geht, in einer normalen Marschformation, versuche ich irgendwo in der Mitte aufzuhalten, von den Gruppen. Mhm. Und im Städtekampf das Hinterste. Okay. Und der Text dann auch eher hinten? Ja. Okay. Und zwar aus folgendem Grund. Du hast die niedrigste Reaktionszeit. Und das andere ist, wenn es zum Beispiel in die Häuserie geht oder so, Häuserkampf mit dem LMG ist extrem hässlich und munitionsintensiv. Wegen? Weil du eben deine Präzision hauptsächlich von deinen Dingen hernimmst, von deiner Rate of Fire und von den Salven. Ja, ja, aber Häuserkampf ist ja Nachkampf. Ich als Rifle, wenn ich in einen Raum hineingehe, ich arbeite mit Tripletten. Das sind 3 Schüsse, sagen wir 3 Gegner in diesem Raum, sind 9 Schüsse. Du ziehst einfach einmal von links nach rechts den Typewriter durch, bis du rechts angekommen bist, bing, machst und wieder nach links. Ja. Bing! Gut, aber die könntest theoretisch, ja, hast ja gesagt, sollte man nicht. Aber es hat mehr Durchschlagskraft. Es ist ja eh noch, quasi. Ja. Machen wir ein praktisches Beispiel. Hol schnell was. Aber LMG ist ungeeignet, sobald Geisle im Spiel sind, oder? Ja, weil es keine präzise Waffe ist. Genau, und dann willst du es eigentlich nicht einsetzen. Das ist so, ja. Okay. Gut. Das sieht nach P90 aus dem Counter-Strike aus. Genau, ist so. Okay, dann mach ich da mal kurz. Okay, schnapp dir mal die P90. Was sieht die aus? Und die hat jetzt kein Magazin, ja. Ja. Weil du brauchst sie nicht wirklich. Und ich nehme das da. Gut. Wieso bist du denn noch nachladen, Shadow? Nein, ich habe 6 rausgenommen. Eben. Ah. Gehen wir mal da rüber. Mhm. Auf den Schien. Da. Achievement unlocked, Mr. Anderson, what the fuck? Ja, weil du P90 hast. Jetzt nimm mal P90 Uhr, schau Richtung Range und fang an dich rechts links zu bewegen, du mehrfach und sag mir, was dein Fadenkreuz macht. Ah, es wackelt etwa so Höhe, Männli-Höhe, eher doppelt so hoch wie die Männli, je nachdem. Also bei denen, die dort links von diesem Bäumchen stehen. Ja. Kannst auch einfach mal ein bisschen rechts links schauen und schauen, was Vaterkreuz macht. Ohne hier zu zoomen. Ah. Aber das bleibt immer noch einigermaßen kompakt, oder? Stimmt, ja. Ja, alles klar, ja. Mal auf die Kiste. Jetzt, zack, 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 ja. Und jetzt da, nimm dir mal das Ding. Nimm dir mal das Haar. Hinter dir.
Warte schnell, wie kann ich das Ding. Schnell ground. Hinter mir, das da. Jetzt nimmst du mal Tar 21. Das ist jetzt das leichte Supporting. Nein, nein, noch nicht. Machst genau das gleiche wie vorher mit der Pfsk. Jetzt nehme ich mal mit Zoomen. Ah gut, die hat jetzt gar keinen Zoomwinkel, aber. Ah, links und rechts laufen. Ja, es dunkelt mir aber ja gut. Ist doch ein bisschen mehr, oder? Ja, minim. Aber jetzt, wenn ich nicht reinschaue, es tut mir genau gleich. Ist auch... Also das Fadenkreuz ist einfach... Die Fäden sind weiter weg voneinander. Aber eben. Gefühlt... Das ist schon ein Unterschied. Okay. Weil, weißt du, was sagen die Fäden aus zu dem Zeitpunkt? Wie genau das es ist? Das zeigt an, wo dein Charakter vermutet, dass eine Kugel landen könnte. Und dann schnappen wir... hier da... Little Minimi. Kannst du da die Minimi schnappen? Minimi. Okay. Und jetzt machst du mal das gleiche mit dir. Ja, ja. Ich sehe es. Es ist riesig, aber dann könnte man eigentlich quasi. Klar, jetzt ist ja. Alles gut. Dort ist wieder gut. Ja, ja. Dort ist wieder gut. Wenn ich jetzt also, die Job. Ja, ja, ich sehe es. Ich sehe es. Und mit aber eben im Häuserkampf bei dieser Distanz. Ah, jetzt verschwindet es ganz, wenn ich laufe. Oh. Ja, musst mal Doppel-C drücken, dann bleibt es oben. Du hast die Waffe da unten. Ah. Okay. Aber du merkst, LMG, nur schon das, und das ist eines der leichteren, hat einen viel grösseren Grundstreukreis in der Bewegung. Ja, ja. Aber ich würde dann halt irgendwie 5 Schuss statt nur 3 abgeben auf so eine Distanz. Ich glaube, ich würde es trotzdem. Das müssen wir mal ausprobieren. Unser Kampf mit LMG. Es sagt nicht, dass ne. Ich sag nicht, dass du ihn nicht triffst. Ich sag nur, du wirst sehr viel mehr Kugeln brauchen. Ja. Gut. Wenn ich jetzt also, die Job. Ja, ja, ich sehe es. Ich sehe es. Und mit aber eben im Häuserkampf bei dieser Distanz. Ah, oh, jetzt verschwindet es ganz, wenn ich laufe. Oh. Ja, musst mal Doppel-C drücken, dann bleibt es oben. Du hast die Waffe da unten. Ah. Okay. Aber du merkst, LMG. Nur schon das, und das ist eines der leichteren, hat einen viel grösseren Grundstreukreis in der Bewegung. Ja, ja. Aber ich würde dann halt irgendwie 5 Schuss statt nur 3 abgeben auf so eine Distanz. Ich glaube, ich würde es trotzdem. Das müssen wir mal ausprobieren. Unser Kampf mit LMG. Ich sag nicht, dass du nicht triffst. Ich sag nur, du wirst sehr viel mehr Kugeln brauchen. Ja. Oder weil du nicht Präzision hast. Du hättest einfach reines Feuervolumen, oder? Ist mir fast lieber als Präzision, weil im Stress bin ich wenn ich dann ein bisschen triff und dafür hat es viel Durchschlagskraft, ist mir das lieber, als wenn ich einfach präzise muss. Dann muss ich dafür 10 Mal, bis irgendwas passiert. Ja, ist eine Sache. Genau. Dann haben wir noch schon etwas. Soll ich sie anlegen? Kannst du sie anlegen, dann schnappst du eine leichte Unterstützungswaffe für die Kiste neben dran, ist Munition, nimmst du mal was. Ich komme gerade wieder. Ah, da. Danny und Full, okay. Eben, nimmst du mal 1, 2... Jetzt kannst du hier auf der Lehre zuerst mal stehend. Jetzt, du hast so ein bisschen links von dir, auf Bearing 300, hast du so eine Gegnergruppe, oder? Ja. Schiess mal zuerst Einzelführer einfach auf die Tafel, sag mal, was passiert. Also einfach mal auf irgendeine. Ja, ist egal, welche. Okay. Wie gesagt, Präzision ist. Also Einzelfeuer wäre natürlich einzelne Schüsse, oder? Ja. Ja, ich schieße und also, das kann ich nicht, sonst geht keine. Und die sollten ja umgehen, oder? Nein, die gehen nicht um. Die gehen nicht um, die sind stabil. Aha, okay. Oder, aber relativ präzise, oder? Habe ich sie jetzt getroffen? Schieß mal auf die mittlere in der Gruppe. Warte, die ein bisschen allein steht. Oh, warte, ah, da hat es jetzt... Okay, ja, warte, mittlere. Ja, ja, du triffst für... Ja. Die sind immer noch relativ akkurat. Jetzt schaut mal auf Full Auto. Jetzt F. Okay.
Und jetzt fangen wir mal an, Salven zu schiessen. Er ist da. Ah, Earplugs! Kannst du sonst schnell welche holen aus der Ding? Alles okay, ich habe welche dabei. Ich leg dir sie da auf ein Lager. Und ich brauche auch noch welche. Ich habe sie ganz vergessen. Wo hast du sie angelegt? Ah, da. Ja. Gut, merci. Hier. Danke. Ja, da muss ich natürlich massiv abstieren. Ja. Aber ja, wie erwartet, es streut ein bisschen und sowieso. Aber ist immer noch relativ akkurat, oder? Ja, es ist immer im Grüppli geblieben, ja. Ja. Nimm, wo weiter weg ist. 300. Hinten dran einfach. Also die am Hügel? Ja, die am Fuß vom Hügel stehen. Okay. Jetzt auch wieder zuerst Einzelfeuer. Okay. Dann nehmen wir den ganz rechts. Ich daneben, aber ist okay. Ah, oh, nein, das sind Treffer, das sind halt einfach nach rechts weg. Oder? Was ist, wenn ich jetzt nicht triff, dann. Oh. Nein, jetzt ist noch ganz rechts hin. Okay. Ich habe einen leichten Seitenwind. Ja, wir haben einen starken Seitenwind. Ja. Oder? Aber was du merkst, die Waffe ist immer noch relativ akkurat im Einzelfeuer, oder? Hm? Dann wechseln wir mal aufs Serieführ, nimm das Zentrum von der Gruppe und dann fangen wir mal an. Also ich kann jetzt die ganze Zeit mit der Maus runterfahren, sonst wäre das in den Himmel aufgegangen irgendwann. Das ist normal, ja. Du musst für Recall kompensieren. Ah, warte jetzt mal. Schiessen? Ah, nein. Es bleibt nicht off. Ist es das die, was halt off bleiben nach dem Schiessen? Ja, aber es wird da leider nicht dargestellt. Aber du hast recht, dass es die. Also beim Nachladen siehst du, es ist offen. Ja. Du schlägst sie mal auf den Boden, nimmst meinen Feldstecher und dann schaust du mal schnell mir zu. Einfach, dass du das Gefühl dafür bekommst, was der Unterschied ist zwischen Einzelfeuer und Ding. Okay, der Feldi. Ich habe dir auch einen angelassen. Naja. Jetzt, welche nimmst du die am Fuß vom Hang? Nehmen wir die zuerst, ja. Also zuerst Einzelfeuer, oder? Kann ich eigentlich zoomen mit dem Feldstecher? Ja. Plus und Minus. Oh, nice. Schiess mitten in die Gruppe rein, oder? Das ist jetzt eher links, dunkt es mich. Ja, ich. Das ist jetzt natürlich auch nicht eine optimale, oder? Siehst du, aber ich habe jetzt immer noch relativ viele Fehlschüsse drin gehabt. Ich weiß nicht mal, ob er wirklich getroffen hat, oder? Jetzt mal sehr einfühlt. Dort will ich nicht stehen. Genau. You hit everything except the target. Doch, es ist schon in der Gruppe. Es jetzt ist es auf der Scheibe gesehen, ja. Es streift einfach ab und zu in den Hang und dann siehst du, jetzt korrigiert er, dann kommt der Strich wieder runter und ja, so wie es halt ist. Ja. Oder, das ist eigentlich so ein gutes Beispiel für den Unterschied, oder? Mhm. Du musst dich nicht mit Präzision abgeben, du musst nicht einzelne Schüsse abgeben wollen und akkurat sein. In dem Sinn. Mhm. Gut, schnappen wir uns die nächste Waffe. Ja. Jetzt ist es so, ab LMG versuchst du nach Möglichkeit am Minimum in der Hocke zu sein. Okay. Weil das Ding stehend abzuführen ist scheiße. Das Teil hat Einzelfeuer, das ist aber eigentlich ein Waste of Time. Vergiss, dass es existiert. Warte, ich werde kurz schnell stehend und Einzelfeuer testen, einfach so. Oh gut, Mensch, also was passiert denn? Wenn ich jetzt die am Hang hinten. Mhm. Schieße jetzt in Gruppen rein. Ja. Aber es tut mir auch noch präzise, aber hallo. Jetzt, ja. Es ist schon relativ präzise, aber es ist nicht. Krass. Okay, jetzt mache ich das in hockend. Nehmen wir wieder den Hang. Ich weiß nicht, ich sehe es nicht reichen, ja, doch ein bisschen. Aber mir dunkt es jetzt recht präzise, trotz allem. Es ist schon genau. Ja. Aber warte mal, bis es heiß geschossen ist. Ja, gut, ja, okay. Das heisst Serie 4. Genau. Okay. Jetzt
Jedes Mal, wenn du schiessst, zähl mal auf 23, dann hörst du auf schiessen, dann machst du noch, fangst du wieder, also von 21, 22, 23, dann hörst du kurz auf schiessen, dann fangst du wieder von vorne an. Okay. 21, 23, 23. Wie lange muss ich warten? Kannst du gerade wieder los. Eigentlich machen. Also einfach kurze Führpause. Ja, aber das Ding. Ich denke, das hat weniger Recoil. Es schlägt besser ein. Ich kann es irgendwie besser unter Kontrolle. Das ist so ein subjektives Gefühl, das ich jetzt damit habe. Es macht Spaß mit dem. Was eben vor allem ist, du triffst jetzt vor allem eben den Bereich dort hinten. Die Ziele dort hinten kriegen alle irgendetwas ab. Ja, ja. Aber das haben sie doch vorher ja. Auch schon. Einfach nicht so heftig, denkt's. Ja, jetzt kannst du mal nachblicken. Ich weiß nicht, ob du noch Ziel siehst von dieser Position. Ja. Und dann nach Möglichkeit mit C fixieren. Okay. Und dann haben wir wieder das gleiche Spiel. Jetzt solltest du relativ akkurat sein. Okay. Oh, das Bild wird weiss. Ups, reload. Oh, habe ich keine Munition mehr. Ja, das liegt noch mehr in dem Ding. Okay. In der Kiste ab dir. Ups, Swapping Barrel habe ich jetzt X gedrückt. Egal. Ich habe schnell den Lauf gewechselt. Ah, okay. Aber das Ding, das tut mir um einiges durchschlagskräftiger und gefällt mir. Als anderes Light-Ding, weißt du? Mhm. Ich denke, die Schüsse sind schneller vorne und es haut einfach mehr rein. Das ist wahrscheinlich mehr subjektiv als sonst was, aber es ist ja eigentlich so, ich habe jetzt den Lauf für dich gewechselt, oder? Hm? Versuche in der Regel als LMG-Schütze mindestens einen, wenn nicht zwei Ersatzläufe dabei zu haben. Wichtig ist, die theoretische Regel ist, eine gute Munition weg, Lauf wechseln, Gurt wechseln. Weiterschiessen. Warte, jetzt Gurt heisst, ich habe jetzt hier eine Munitionstrommel und an einem Gurt sind wie viele Trommel? Also nein, Trommel ist 200 Schuss, das ist ein Gurt. Ah, okay. Also nach 200 Schuss einmal. Bei dem Gewehr ist es so. Ja. Bei dem LMG ist es so. Es gibt noch andere Dinge. Aber in der Regel ist es so, ein Standardgurt wegschiessen, dann den Lauf wechseln, dann den Gurt wechseln, weiterschiessen. Das ist wegen der Hitze, oder? Genau. Ja. Wieso gibst du den Läufe, so kannst du die Läufe durchrotieren und gibst nicht die Gelegenheit zu kühlen, oder? Mhm. Das ist allerdings Theorie. In der Praxis, im Gefecht, wenn das Gefecht auf lange Distanz stattfindet, kannst du das so durchziehen, ohne Problem. Sobald es aber mit oder nach Distanz ist, scheiß drauf. Solange deine Waffe nicht anfangen zu klemmen haben, in dem Sinn, schiess ich weiter. Okay, oder? Also das ist wenn nur mehr... eine lange Distanz Laufwechsel, wenn du genug Zeit hast quasi. Genau, wenn du aber merkst, dass du auf Mitteldistanz oder auch, ja, vor allem auf Mitteldistanz oder auf kurze Distanz, bei kurzer Distanz suchst, hast du wirklich gute Deckung, merkst, dass deine Waffe sehr, sehr stark anfängt zu klemmen. Sehr oft jammed, meinst du? Ja, dann musst du den Lauf wechseln. Ja. Weil wenn deine Waffe heiß und verdreckt ist, klemmt sie sehr viel häufiger. Ja. Oder? Gut, kannst du dieses Mal liegen lassen. Dann holen wir uns gerade die nächste. Die mit dem Griff zum Tragen. Minimi. Die hat zwei Feuermodus. Die langsame Rate of Fire und die schnelle Rate of Fire, das ist aber nur bei den Apex-Varianten so. Mhm. Bei den RAS oder so ist das nicht so. Nehmen wir das gleiche Ziel. Auch wieder am Hang hinten. Genau. Bockend. Du hast mal einen kurzen Burst hinterher lassen, im normalen Modus. Das ist gerade schon schnelle. Also der schnelle ist, soll ich jetzt machen? Ja. Okay. Die eiern weniger aus. Oder meine ich das jetzt auch nur? Sie ist ein bisschen konstanter, ja. Ja.
Aber sie wackelt doch recht noch. Je nachdem, okay. Und jetzt der Langsam-Modus? Ja. Oh je, da geht ja nichts. Ja, es wackelt dann auch weniger. Okay. Ja. Ja. Der Langsam-Modus brauchst du vor allem für Langdistanz, wenn du ein Ziel konstant und dafür willst nehmen. Beim Sinn. Der schnelle Modus ist dein Standard-Engagement. Okay. Leg sie mal auf den Boden, dann kannst du wieder Feldstecher nehmen, dann kannst du mal Ziel beobachten, damit du den Unterschied siehst von den Einschlägen her. Okay. Alles schön in Gruppen rein. Das Ding ist präzise. Warte mal, brauch ein neues Ding. Neue Kiste. Schon alles durchgelassen? Ah, scheinbar. Ich hatte den Kübel übergegeben, ich habe noch welche Weste. Ah, häng's mal ein. Danke. Und jetzt mal noch den langsamen Modus. Triffst du die Sachen gerade hier am Gelände oder und dort ist jetzt so speziell? Mein Soundmod sagt mir, dass es tönt, wie wenn wir gerade beschossen werden. Also die Schüsse schlagen bei uns ein. Das ist ein Bug. Oder? Du stehst neben der Mündung, du kriegst den Überschallkanal mit. Ach, das ist es. Ich glaube, den hast du vorher nicht gesehen. Okay. Oder? Oh, weißt du, was vorher war, warum ich gemeint habe, dass Sander weniger präzise ist? Da siehst du halt Tracer. Bei anderen reicht es halt irgendwie nicht mehr. In der Regel hast du mindestens alle vier Tracer. In der Regel. Muss aber nicht sein. Gehen wir mal über zum Ding, zum HMG. Kannst du das mal ausprobieren? Das ist jetzt Star Trek Jagdgewehr. Also. Long Barrel, okay. Auch wieder das mit zoomen und hocken. Ja, das hat einen Einzelführmodus, aber wie beim anderen kannst du die einfach vergessen, weil sobald sie heiß geschossen ist, ist Präzision eh für den Arsch. Ich schaue trotzdem mal schnell. Oh, das verrupft sie ja jetzt schon. Alles klar, habe ich ein Lied getroffen oder den Hang? Okay, ich mache wieder Serie 4. Das Ding ist ja unpräzise. Oh, also mit dem möchte ich nicht schießen. Was lernen wir gerade? Brutal die Maus anbewegen und ja, am besten liegen und Stativ annehmen und jetzt probiere ich es nochmal. Ist immer noch nicht angenehm zum Schiessen, nein, aber wenigstens geht es nicht an, was sein soll, oder? Ich weiß nicht, es ist einfach das Bild wie so, aber du sagst mir, okay, es ist dort angegangen und dann wird es wohl so sein, aber das Ding ist ja nicht toll zum Schiessen, wirklich. Okay, wie heisst das Ding? Das ist eine GF. Okay, ich muss einfach wissen, welche, dass ich nicht will. Du, es kann sein, dass du die mal brauchen musst, weil die hat viel mehr Punch. Weißt du, wofür ist die vor allem geil? Wenn du irgendwelche Technicals oder sonst was an der Backe hast. Leichte also, Fahrzeuge. Okay. Weil das Ding puncht die schon. Also Fahrzeug selber oder einfach der MG-Gunner auf denen? Fahrzeug selber. Oh, okay. Die Autotüren ist nur noch ein Vorschlag. Mehr schlechter. Okay. Alles klar. Also es ist quasi so eine Maschine wie eine Mini-Raketenwerfer. Du machst den Karren nicht ex, du machst die Leute in innen ex. Ja. Das ist auf die Fälle, die der Karren gerne noch möchtest brauchen. Ja. Okay, alles klar. Wenn mit dem Ding kannst du auch Fahrzeug ganz aus dem Gefecht setzen, gerade leicht in dem Motorblock zerschiessen. Aber durch das es so fest gestreut ist, eigentlich gar keine Chance präzise auf den Motorblock zu zielen, weil das geht irgendwo an, ich kann mir nicht vorstellen. Wie groß ist der Motorblock? Ja, klein auf die Distanz. Der Torblock ist immer noch grösser als ein Mensch. Ja, aber ich würde den nicht treffen unter Umständen, wenn ich das Fahrzeug brauche. Und dann mit dem Ding ist viel zu riskant. Du im Zweifelsfall Abenteuer Dauerfeuer.
Ja, das ist halt das Fahrzeug, hab's. Oder würde ich irgendeine präzise Waffe bevorzugen? Naja. Leute, lass mich mal an. Okay, warte. Einfach, dass du wieder kannst das Ziel beobachten. Ja, für den Elektro Dings hier Rucksack rein. Haben schon geholt. Das Mal habe ich die Box richtig vorbereitet. Ah, jetzt gemeint der Rangefinder ist. Aha! Danke. Nein, jetzt passt er nicht mehr rein. Okay. Zuerst mal kniend. Dort hast du auch angefangen, oder? Mhm. Ja, geht. Jetzt ist ein bisschen besser. Okay. Ist immer noch kniend. Ja. Okay. Es braucht ein bisschen Übung, aber du kannst auch mit dem Ding recht on target sein. Ja, ja, aber das sieht so aus, als bräuchte das recht viel Übung und... naja. Ja. Du bist noch kein Meister vom Himmel, Kate. Dann, eben, liegend. Haben wir schon den Gurt gewechselt, der hat eh nur noch 4 Patronen. Was noch speziell ist bei dem? LMG Munitions-Repacken geht am schnellsten von allen Munitionstypen. Also, oh. MG Munition generell. Weil, okay. Du tust ja nicht, weißt, Patronen rausnehmen, einzelne Gürtel, einzelne Patronen wieder in das Magazin reinwursteln oder so. So Scheiß machen wir da gar nicht erst. Du tust Ketten neu zusammenlinken. Ach so. Oder? Es geht viel schneller. Okay, jetzt liegt. Ja, jetzt ist. Oh, ist es jammed. Klammer. Ja. Ja, aber das ist so ein Scheißkontroller. Kontrolleur. Das will ich auf keinen Fall. Das klemmt, ist unpräzise. Bäh. Glaubst du, du würdest nicht da unten sein? Hey, ich würde nicht da unten sein an denen, die ich bis jetzt gesehen habe, außer das. Weil die anderen, dann hat jeder Schuss hat irgendetwas getroffen. Aber hier, jetzt ist so ein Hang. Dann ist es ein bisschen unten. Es geht schon auch in die Leute, aber es braucht recht die Übung und Korrektur. Das Ding ist leider raus. Nein, nein, ich würde auf keinen Fall dort sein wollen, aber bei den anderen, dort rechts von uns, noch viel weniger. Aber bei dem hast du noch die Chance, dass es vielleicht nicht trifft. Das Problem ist, bei dem langt es schon ein bisschen weniger. Ja, ja, wie es halt gut ist. Wenn du das gehasst hast, dann wirst du das so zum Teufel jagen wollen. Also, in dem Fall sind die ab LMG, also alles, was grösser als LMG ist, ist dann irgendwie nicht so toll. Knien lassen wir einfach weg. Also du kannst es suchen, aber wirst schnell herausfinden, warum nicht. Ja, mal stehend. Und kann man da überhaupt einzeln führen? Ah nein, kannst du nur dreifach. Dreifach. Kann man stehend dreif. Ding. Wow, aber es ist super schnell. Und jetzt stehend Serie. Hä, das ist langsamer, okay. Ja. Okay, und jetzt, du hast gesagt, kniend vergessen wir. Ich tue es trotzdem schnell testen. Ja, es fängt einfach oben am Hang an zu schiessen, okay, dann legen wir mal ab. Mit Stati. Ja. Ah, okay. Ja, das ist nicht so mühsam wie das andere. Also ich sehe zwar nicht wirklich, was einschlägt, aber ich muss nicht so viel korrigieren. Aber ganz minim muss ich korrigieren, es ist angenehmer als das andere rechts. Ja. Okay. Weißt du, das ist der Vorteil von dem anderen. Das Ding ist noch schwerer. Ja, ja, aber trotzdem, ich würde trotzdem lieber mit dem schießen im Ernstfall, weil ich Präzision geht für mich halt so irgendwie. Egal wie schwer ich bin. Ich würde halt einfach vortreten. Aber ja. Schau mal schon dein Gewicht an, wie schwer bist du? Oh, jetzt habe ich es gerade. Warte mal. 27 Kilo. Ja, du hast jetzt aber noch nichts dabei, sonst. Ja, ja, jetzt schaue ich neben dem anderen. Kilo, okay, 24, 5, 6, 7, 3 Kilo mehr. Ja. Ja, ja. Okay, mal schauen. Feldstecher. Gut, du kannst.
Gurt ist leer. So, tun wir noch schnell das Ding. Als Wappen. Was bei denen extrem mühsam ist, durch die grosse Treibladung und so weiter, tun sie extrem schnell heiß laufen. Das heisst auch schnell verklemmen. Ja. Okay. Das ist ein Dreifachschuss, hä? Ja. Der ist ziemlich präzise. Ja, also zwei Schüsse oder eine sehe ich ins Ziel fliegen, der Rest traue ich noch am Hang oben. Also, das ist irgendwie der Lied. Zwei gehen in die Lied, der dritte ist am Hang oben. So irgendwie. Ja, ja, kann man einsetzen, aber. Ich würde da vielleicht jetzt fast beim Häuserkampf einsetzen. Oh, okay. Yes. Ja, doch, es geht im. Ja, yeah, das ist wieder oberhalb. Ich freue mich trotz allem noch recht fest. Jetzt ist es ein bisschen besser. Ja. Ja. Schwierig noch der Unterschied zum anderen. Mir hat es, als ich dran war, mir hat es irgendwie. Weißt du, das ist der Hauptunterschied. Nur schon mit dem dort hin und auch mit dem Streifschuss sind sehr viel mühsamer. Weil du hast ganz andere Treibladungen, ganz andere. Also sehr viel tödlicher. Ja. Ja, okay. Und ich glaube, mit dem da sind wir langsam aber sicher im Bereich, wo so die Standard-Bachsteinmäuerchen zu Vorschlägen werden. Ja. Also mit dem, weißt du noch, auf der Karte fährt, dort haben wir auch stellenweise sogar die Mauer gekillt, bevor wir die Leute hinten dran getötet haben. Stimmt, ja. Aber das ist definitiv spaßiger als das komische Star Trek-Jagdgewehr. Ich meine einfach merken. Ja, gut. Und jetzt kommen wir noch in die Big League. Oh, warte, dein Mod lässt die Patronenhülse liegen. Screenshot. Big League, okay. Was haben wir da? Das ist, ja. 9,3 mm mal 68. Das heisst, Durchmesser etwa 1 Santi? Nein, 9,3 mm ist der Durchmesser. Also, ja, eben. Knapp. Ja. Moment, ist der noch 9,3? Ist das 9,3. Ist noch 9,3, ja. Okay. So, wie immer, übertreiben wir es und machen das mal stehend. Nein, warte, das ist Laputa. Wenn ich es recht habe, schon mal anschauen. Der wäre 11, irgendwas. Der hat jetzt vielleicht nur noch einen 4-Modus und das ist einfach. Yes, also ich probiere mal. Ich sehe nicht, was einschlägt, aber eigentlich das müsste. In Gruppe. In Gruppe, gell? Okay, das ist jetzt. Also das Visier. Das ist, ist jetzt LMG, irgendwie muss LMG. Ich weiß, aber es so vom. Das Fadenkreuz hüpft zwar, aber nachher ist die Position nicht fest verschoben. Und jetzt LMG. Oh shit, jetzt reißt es brutal aus. Ja. Okay. Aber Einzelfeuer ist auch machbar. Es kauft den Feuermodus nicht umschalten. Aber ja. Ja, Blick also, mal ab. Ablick, stimmt. Weil das wird sonst gar nicht. Ja. Okay. Es rüttelt recht, aber ich habe das Gefühl, ich muss auch genauso wenig korrigieren wie bei dem vorher. Ist auch angenehm. Es rüttelt einfach fest, aber man kann schießen damit. Das Ding ist halt eben auch, das sind wir schon 11 irgendwas. 11 ich bin jetzt 28 Kilo schwer. Ich leg's mal ab. Was ist dein Grundgewicht? Wie viel wiegst du jetzt ohne das Gewehr? 14 Kilo. 14,5. Jetzt hast du etwa eine Idee, wie viel Gewicht das Ding dazu bringt. 10 Kilo, 15 Kilo, shit, ja. Alter, und da hast du noch keine Munition. Oh shit, darum hast du den Ammo-Bearer. Ja. Ja, definitiv. Zum Vergleich, Sturmgewehr 90, das Plastikgewehr von der Schweizer Armee, die 4 Kilo. Und AK? Ist auch 4 irgendwas. Okay. Ist sie definitiv auf. Okay. Ja, es ist auch 4 irgendwas. Es ist relativ leicht. Mach da mal Einzelschiss. Jetzt wundern, wie es trifft. Okay. Irgendwie gut.
ist für Einzelführer zu gebrauchen, tatsächlich. Aber sobald die Serie musst du ablegen und dann ja. Ja, aber die brauchst du auch, die Distanz ist eigentlich viel zu nah für das Gewehr. Okay. Der Tracer ist jetzt hier rot. Das liegt aber nicht daran, dass sie schneller fliegen, das ist effektiv die Farbe vom Tracer, oder? Ja. Ja. Ah, es landen jetzt glaube ich alle in der Gruppe, ein bisschen oben am Hang am X, ab und zu, aber mir denkt, du kannst es recht gut kontrollieren. Ja. Erstaunlich, obwohl das jetzt die fetteste ist. Kann sie gut kontrollieren, das Problem ist halt, das relativiert sich dann wieder mit der Distanz, oder? Ich meine, da siehst du jetzt auch, da siehst du die Patronenhülse von der. Kannst du sie mit dem hier vergleichen? Schöne Zahnstecherli haben wir da. Oh, der wird jetzt ja gerade lustig. Ja. Jetzt der ganz grosse Scheiß. Gut, das ist ja dann eher ein Spezialfall. Ja. Kann ich jetzt einfach hier ahnen und dann Leertaste? Mit dem Mausrad. Ah. Und mit dem Mausrad geht in den Scanner. Geht in den Scanner, gibt es besser das. Okay, jetzt kann ich hier. Könnte ich auf Nachtsicht umstellen? Und Thermal. Thermal, ja. Wir brauchen aber noch normal heute. Mhm. Jetzt ist es so: mit dem Ding ist es wirklich wichtig, dass es sehr, sehr kontrolliert verschüsst ist. Also wirklich Zweiergruppen erlangen, weil alles mehr ist unsinnig. Warte, jetzt, du hast also zwei Schüsse oder wie? Was ja, zwei Schüsse, ja. Okay. Dubletten mehr oder weniger, Dubletten, Tripletten, weil das Problem mit dem Gewehr ist, du hast fast keine Munition dafür. 12,7 überleben die wenigsten Ziele. Das ist eigentlich ein montiert Sniper. Ja, in dem Sinn, ja. Und was eben auch ist, ist, das Teil hat einen Zielcomputer. Wenn du T drückst, tust du automatisch die Waffe E-Zero auf die Distanz, wo du zielst im Moment. Ja, geil. Das ist ja gut zu wissen. Okay. Ja, dann schieß mal. Wow. Okay, es bewegt sich gar nicht im Fadenkreuz. Was passiert, wenn ich... Aha, also jetzt ist einfach vielleicht noch das Argument, zu wenig Munition, aber es sind jetzt alle hochpräzise. Scheiße, das ist ja hure geil. Darum sage ich eben, gar nicht zu viel auf ein Ziel schiessen. Ja, ja, das trifft jedes Ding. Das Teil ist. Also dort werde ich jetzt nicht dahinter stehen, auf keinen Fall. Das Teil, das trifft alles. Ja gut, auch hier relativiert sich wieder das, so um einen Klick setzt sich sowas nicht ein. Ja. Ah, ja klar, weil schwer zum Transportieren und Aufbauen und allem. Ja, auf einmal brauchst du Zeit zum Aufbauen. Ich meine, dann haben wir da noch das. Was haben wir jetzt die Hülse da bei dem? Sie werden vom Ding verdeckt, warte mal schnell. Aber die werden schon ausgeworfen aus dem Schlitz da. Ja. Ist wie nicht dargestellt. Wahrscheinlich sind sie gross. warte mal schnell. Und das ist einfach das gleiche, aber in liegend. Oh, das bringt ja gar nicht, wieso? Ah gut, wegen der Tarnung wahrscheinlich könnte man liegen. Ja, wenige Silhouetten. Ja, ja. Ich muss es glaube ich nicht durch den Felsstecher schauen, es trifft voilà, alles. Voilà, da haben wir jetzt gekommen, da haben wir jetzt Casings. Warte mal. Ah ja. Ja. Das sind nicht 12 Siebner. Doch, doch, sind's. Und schon her. Felsstecher, Moment. Was ist das Weiteste, was du siehst? Bäume und Felsen. Die Felsen dort auf dem Hügel auf Bearing 300. Ja. Dort ein Baum auf 300 Grad vor den Felsen. Okay, ja. Das sind 1158 Meter. Ja. Oder du kannst den Baum von da aus snipen, wenn du willst. Ich glaube, wir haben nicht den gleichen Baum. Ziemlich genau 300 ist er. Vom MG aus. Rechts von der Felsen. Also. Oh. Ah, doch, ja, jetzt sehe ich es. Ja, ja. Oh, krass. Und durch das mit T kannst du automatisch Zeroing einstellen, stimmt auch alles.
Oh Ja. Gott, das ist ja die tödlichste Waffe, was ihr erfunden haben. Bis Wo hierhin du und nicht weiter. weißt, genau, wo du weißt, dass sich dein Ziel auf durch den Sektor durchbewegen wird. Alles klar, ja. Und dann tust du das Gebiet beschießen. Es geht aber nur so lang, wie du Munition hast. Und irgendwann merkt dein Ziel, ah, jetzt ist er rausgeschossen und dann. Nein, was dann eben passieren wird, ist, dass das Ziel nicht schnell wird, dass du es vor uns schiessest, gerade der AI schnallt es oft nicht, sich weiter bewegt und sich dann in dein Fühlfeld rein bewegt. Was dir das ganze Problem mit wie viel muss ich vorheben und shit relativ elegant löst. Aber im echten Leben würden sie schon merken, dass es nicht direkt beschießt, oder nicht? Glaub's mir. Wenn du nicht Tracer und Shit hast, wo du hast, du weißt genau aus welcher Richtung, dass es auf dich kommt und damit hat es sich. Okay. Ja. Oder? Ja. Zum Zeitpunkt, wo sich ein SMG auf dich geschossen hat, hast du einfach nur noch Lärm und ganz viel Fick dich und ich will hier weg. Ja. Das ist mehr oder weniger, was und wie viel du noch im Kopf hast zu dem Tipp. Oder, und so kannst du zum Beispiel, weißt du, wenn du jetzt das siehst, dass sich Infanteriegruppen der Straße entlang bewegt, oder? Eine grosse Distanz. Kannst du leicht vor Gruppen zielen, einfach anfangen zu schiessen und die Gruppe wird sich dann in deinen Feuerkegel reinbewegen. Mhm. Oder? Wie stark vorschießen würdest du das sagen? Also, es ist ja abhängig von der Geschwindigkeit. Beim Fahrzeug wird es mehr sein. Im Fahrzeug wird es mehr sein, wir reden meistens allerdings von Infanterie. Wenn du Leitfeuer machst, ist es wie bei einem Gewehr im gleichen Kaliber. In dem Sinn. Also wie wenn du quasi einfach Zielverfolgung machst. Wenn du Speerfeuer machst, wirklich ein grosser Chunk davor. Okay, also das musst du ein bisschen rausfinden. 20 Meter, 30 Meter, je nachdem. Ja, weil okay. Was du dort versuchst, ist ja eigentlich Ziel zu trappen. Ja. Du spielst eigentlich eine Falle mit Kugeln. Oder? Dann, eine wichtige Eigenheit vom LMG. Du siehst jetzt dort hinten, gerade vor uns, ja, Ding 95 umeinander. Siehst du dort etwas? 95. Ja, 300. Ah, 300. Ja, 295. 295. Geht recht, ziemlich nah bei uns. In den Gebüschen. Ja, da hat es drei. Vier Ziele. Es sind ein paar mehr. Es sind vier. Sechs. Ah ja, versteckt. Ja, ja. Okay. Ja. Jetzt ist es so, was ist ein grosser Vorteil vom LMG mit der grossen Munitionskapazität? Du kannst einfach mal einen Winkel schießen und irgendetwas trifft sicher. Und du musst nicht genau aufladen. Genau. Du bist jetzt auch ein Problem. Genau. Ein Rifle würde jetzt sagen, okay, gut, ich sehe die drei Nasen in der Mitte, oder? Mhm. Also ein Rifle würde jetzt sagen, ich sehe die drei Nasen in der Mitte, ich fange auf die Schüsse, weil das sind die Ziele, die ich sehe, oder? Und die versteckten, von denen wird er beschossen und ja. Genau. Was machst du als LMG? Du setzt dich links an, machst deine 21 zu 23 auf die rechte Seite rüber. Und fangst und gar noch wieder zurück. Die Typefighter bis zum Bing. Ja, oder? Also, ich hol schon das LMG. Stell dir das gerade vor. Bing! Du, das ist die Klassiker, so wenn cool. Jugger und ich oben oder so Mission in Theanoa gemacht haben. Das ist so, Jugger, hast du in diesem Busch etwas gesehen? Keine drei Leute raus. So willkommen beim LMG. Ja, ich habe drei Leute raus. Ja, da schaust du nicht mit den Augen. Da tastest du dich mit den Kugeln vor. Jagger hat es mal richtig ausgedrückt. Wieso sollte ich die Augen brauchen, wenn ich ganz, ganz viele Kugeln habe und ein neues Heim suche?
krass. Aber eben, darum Schalldämpfer weg. Ja, ich meine, ja, vor allem im Mod-Set vom Nico haben wir ja den lustigen Attachment-Mod, wo du über die Selbstinteraktion das Teil kannst abreißen. Okay. Damit nicht irgendwie im Inventar schon mal fummeln. Aber wird das im Arma simuliert, dass dann irgendwann der Schalldämpfer abdeist und komische Sachen passieren? Das nicht, aber was simuliert wird, ist die Hitze-Problematik. Deine Waffe rennt viel schneller, viel heißer. Ja. Der lustige Moment, wo Fatal dir hilft, die Barrels zu wechseln, Temperatur checkt, danach meint, okay, ich habe einmal flüssig und einmal angeschmolzen. Jawohl, dort habe ich am Schluss nachher irgendwie 6 Läufe umgejuggelt. In Hoffnung, dass einer nicht glüht. Ja, einmal flüssig hat einmal. Oh, schön. Also für 6 Läufe, oh, ich hätte gedacht, gut, kannst du ja mit 2 abwechseln und vielleicht hast du noch einen Eimer Wasser dabei und kannst machen. Jawohl, und wenn das Teil in Eimer Wasser rein hast, montieren nicht mehr, das Teil fliegt dir um die Schnurren um. Ja, wahrscheinlich wegen dem Material. Mit MG-Läufen meistens nicht. Sie überleben zum Fall. Ja, du tust es zu dem Zeitpunkt eigentlich härten ohne zu tempern. Ah, du bist eben nicht bei denen. Okay. Die sind nicht härtbar. Ah, okay. Das sind weiche Läufe. Genau aus dem Grund. Da kann man sie im Brunnen heben. Das habe ich bei einer Festungsführung gesehen. Für die Schweizer MG 42 hatten die effektive Kiste. Dort hast du quasi 2 Bügel gehabt. Das heisst, sie läuft rein hast. Und um eben Verletzungen durch das kochende Wasser und so zu vermeiden, dann hast du den Deckel zugemacht und hat den Lauf quasi ins Wasser abgesenkt. Oder? Okay. Dann hast du einfach wieder können, wenn das quasi abgekühlt ist, hast du ihn können rausnehmen, wieder das MG3 stopfen. Ja. Da. Hast du gerade noch spezifische Fragen? Weil sonst habe ich eigentlich nicht mehr gross. Ja, also ich habe alles gefragt während der Einführung und so weiter, ist alles klar. Okay, machen wir ganz kurz einen Abschluss. Definition von einer SW? Soft Weapon. Nein, warte jetzt. Support. Support Weapon. Ja. Was ist der Vorteil, was ist der Nachteil von dem Ding? Es ist leicht und dann nimmst du es bei Häuserkampf, weil es auch noch recht präzise ist und halt das Fadenkreuz nicht so schnell ausschert im Drehen. Mhm. Gut. LMG, was ist die Abkürzung? Wofür steht sie? Light Machine Gun. Genau. Ist aber, es ist nicht leicht, es ist einfach die leichteste von der Klasse von Maschinengewehr. Genau. Das ist gut. Stimmt. Fangfrage. Das Licht der LMG, auf wie viel Meter kannst du es effektiv einsetzen und auf wie viel Meter kannst du es maximal mit begrenzter Effizienz einsetzen? Ja, das geht. Das ist eine Fangfrage. Ich habe es dir nicht gesagt, aber... Ja gut, dann lass mich mal roten. Also was LMG, wir haben dort herausgefunden, also aus dem Star Trek Jagdgewehr, es ist auch noch präzise. Man kann es ja bei Häuserkampf einsetzen. Einfach dann. Was denkst du, ist die maximal effektive Reichweite? Maximal? Aber. Also die Gruppe, die wir jetzt geschossen haben. Gut, das habe ich. Das ist 300. Ja. Du bist etwa 300 weg. Also, was ich im Virtual Arsenal am X gesehen habe, das schießt und dann plötzlich nimmt die Kurve ab und das Projektil geht einfach gerade am Boden. Ja. Das ist wahrscheinlich, weil die Dreieck vom Projektil aufhört, Kreisel. Oder sonst. Ja. Oh, ja, weil dann das Projektil keine Energie mehr hat. Aber ja. Was denkst du, auf wie viel Meter kannst du das LMG effektiv einsetzen? Das dort ist 300 Meter, ich habe es gar nicht getestet. Ich muss es da damit testen. Aber wo? Oh, 300, 500, 600. Ja, ich kann nur schätzen, ich sage jetzt irgendwie 600 Meter. Richtig, du kannst es effektiv auf etwa 600 Meter einsetzen, ohne Problem. Jetzt will ich aber wissen, warum, ich habe ja nur geschätzt. Ja.
Weil beim LMG ist es so, du tust nicht über die einzelnen Kugeln, also nicht über Präzision und Marksmanship arbeiten, sondern du tust über Feuervolumen, über den Feuerkegel arbeiten. Und Anzahl, ja. Genau. Das bedeutet, warum jetzt nur 600 Meter, könnte ja eigentlich auch weitergehen? Nein, 600 ist das, wo du effektiv bist. Okay. Effektiv. Nachher ist die Streuung zu gross. Ja, dann ist die Streuung zu gross und du musst noch länger in Salven abgehen. Okay. Aber du kannst es auch auf 900 Meter noch einsetzen, wenn es sein muss. Okay. Also LMG ist eine von den Waffen, wo rein durch das, wie es eingesetzt wird, über die grösstmögliche Distanz kann eingesetzt werden, abgesehen vom Marksman. Ah, na, also bei den LMGs jetzt, aber nein, ich würde sagen, unser Königskobra wäre ganz links, da kannst du ja, das ist ja noch viel präziser und weiter. Ja, aber wir reden jetzt LMG, ja. Nicht ja, ja. HMG. Gut, dann, was haben wir noch? Genau, Wechselläufe beim LMG, was ist die Faustregel? Nach einem Gürtel, wo die Box 200 Schuss drin hat, einmal Lauf wechseln. Weil Lauf wird warm, verklemmt dann eher. Ja. Genau. Es sind übrigens nicht 200 Schuss, das gilt generell. Es ist einfach das, was das Spiel als Standardbox bringt. Ah, ja. Einfach also nach einem Gürtel wechseln. Genau, ja. Genau. Und Repack musst du eigentlich machen, wenn du vorher schon wechselst und dann hast du noch einen Rest drin und beim LMG würdest du einfach Ketten umhängen, weil das viel schneller ist. Und darum genau. Genau. Dann, wann ladest du das LMG am besten an, was denkst du? Also Zeitpunkt? Ja. Also erstens, wenn es nicht mehr schießt, wenn du keine Schüsse mehr hast und sonst, wenn gerade nichts läuft. Genau. Wenn du in der Deckung bist, aber das ist ja generell. Oder? Du bewegst dich nicht, wenn es nicht sein muss. Ja, Hanker, wenn ich jetzt noch 30 Schuss im Gürtel habe und das Gefecht ist beendet, ich würde dann trotzdem nachladen, einfach, dass ich wieder 200 habe. Das habe ich ja gesagt, wenn das Gefecht beendet ist, dann latsch noch. So, ja. Aber weißt du, du musst nicht quasi im Gefecht rein schiessen, denken, keine Ahnung, wie viel Mund ich noch habe. Besser sicher sein, ich wechsle jetzt mal den Gürtel. Mhm, ja. Oder sonst ein Schuss ist Klick, shit, ich muss den Gürtel wechseln. Ja. Oder? Weil du bringst einen Großteil von der Hörschaft mit dem LMG auf den Table. Oder? Und wenn du natürlich die ganze Zeit so am Angsthase-Reloads am machen bist, ja. Und die Rifles ab und zu durchziehen. Ja, das ist der ganze Sinn vom LMG, ja, das tue ich dann. Also. Genau. Ja. Was noch wichtig ist, wenn du als LMG-Schütze unterwegs bist, schnappt er oft irgendeinen Rifle, der ein bisschen gut auskommt, oder? Und schmeißt er noch ein, zwei Boxen in den Rucksack, weil, ja. So motiviert wie unsere Leute ab und zu sind, nicht zu schiessen aufs Ziel, musst du als LMG auf Doppelschicht schieben. Aha. Wenn es zu einem Feldgefecht kommt, das bedeutet, schmeißt jeder Rifle, der nichts besser zu tun hat, irgendwie noch eine Munitionskette angrennt, sie soll die mitschleppen. Okay. Ja. Oder? Dann eine Loadout-Größe, je nach System. Beim LMG kannst du durchaus 6 Boxen mitnehmen. Mhm. Gut. MMG. Bedeutung: Medium Machine Gun. Genau. Was ist der Hauptunterschied zum LMG? Ja, schwerer. Grössere Munition, also das Kaliber ist grösser. Er streut viel mehr. Mhm. Ja, je nachdem reißt es mehr aus. Und? Es gibt noch einen ganz wichtigen Grund. Der Hebel zum Tragen ist wohl nicht so wichtig. Was haben wir noch? Warte mal, was ist denn da gewesen? Du brauchst mehr Leute eigentlich. Weil Munition schwerer ist und alles. Genau. Und daher, dass du da etwa 800 bis 1,5 Kilometer einsetzen kannst, oder?
brauchst zwei Leute eigentlich. Ja, ah, ja, ja. Pro-Tipp, wenn ich mit dem Ding unterwegs bin, nimm ein SWT-Kit mit. Was ist das? Drill-Kit, weißt du, das 3x zum Aufstellen. Ach, ja. Weil im Gelände kann das extrem praktisch sein, dass du es irgendwo kannst aufstellen kannst, weißt du, erhöht, dass du nicht im Gras rein bist, dann kannst du mit dem Spaten quasi in den French ausheben, ja. Das SWT-Kit dahinter, das Gewehr drauf. SWT ist die Abkürzung für. Ja, also so viel Kettwort, ich hole schnell eins, sagst du. Aber jetzt, wir haben ja letztes Mal, also wenn wir LMG-Teams losschicken, sind ja auch eh immer zu zweit. Das heisst, die könnten auch allein sein und nur MMG braucht mehrere. LMG ist so, wir verteilen die Load, damit wir mehr Dinge haben, sag's mal. Damit wir mehr Munition können tragen. Aber du kannst das LMG im Prinzip auf einen Soldat laden. Okay. Oder? So, lass mich mal kurz da an. Einfach nur mal kurz, damit du mal noch visualisieren kannst. Hebst quasi in Trench aus. Mit der Hand, genau. Ja, leider haben sie keine Schaufel an. Oder du kannst zur Not kannst du auch dich auf dem abstützen, oder? Mhm. Was ich jetzt aber oft mache, place ein SSWT-Kit. Das sind die Dinge. Ah, okay. Dann kannst du dann kannst du einfach anfahren und C drücken. Ja, jetzt kann ich es aus irgendeinem Grund kann ich es nicht frisch bewegen. Oder kannst du es so platzieren. Was jetzt eben cool ist, du kannst mit der Fremdinteraktion kannst Adjust machen. Dann kannst du es noch abschrauben. Ja, dass es mehr passt, oder? Ja. Jetzt hast du natürlich die viel, viel bessere Position. Jetzt ist einfach C-Druck oberhalb von dem Teil. Ja, oder? Jetzt habe ich da wirklich den volle Arc. Nein! Hände im Placement-Bonus. Oh, ich will das Teil. Also, das sollte ich immer dabei haben, wenn ich LNG. Weil sonst hast du immer, wenn du C-Druckst, hast du halt einen gewissen Winkel, den du hast auf einer Mauer und da kannst du 360 Grad umschauen. Voll fast, geil! Ja. Oder? Das rockt. Oder? Das ist aber vor allem für die MMGs ist das spannend, für die LMGs ist es schon fast ein bisschen Overkill. Also und, ich bin oft ja, froh, wenn ich es abstütze, es bringt schon was. Ja, ja das sicher. Generell nimm den Lord and Savior mit, wenn du immer kannst. Was, Lord and Savior? Der Klappspalte. Ist ein Lord and Savior, das Almighty Entrenching Tool. Ja. Das Teil rettet mehr Leben als ein durchschnittlicher Medic. Ja. Oder. Schau etwas, ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass wenn das Gefecht eine Zeit lang geht oder man erlebt, dass ich auf einmal irgendwie in einem Graben reinhocke, oder? Ja, ja, das haben wir schon gesagt. Ich sagen, das ist der Moment, wo Chagro und Ink plötzlich irgendwie Fortkick aus dem Boden aus dem Spach. Oder. Also, das ist zum Beispiel gerade für so etwas da, weißt du, für das Medium. Ist das natürlich genau das Richtige, oder? Du kannst dich da. Hast einen relativ grossen Fire Arc und bist stabil, oder? Also der Fire Arc, das ist vor allem das, was mich beeindruckt. Ich meine, das ist jetzt taktisch ein Riesenvorteil, das habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Ja. Du, es ist vor allem dann taktisch ein Riesenvorteil, wenn das Ziel irgendwo da oben im Hügel am Angreifen bist, oder? Und du trotzdem plötzlich seitlich stark von rechts flankiert wirst oder von links, dann kannst du halt trotzdem brüllen. Das ist mega geil. Ja. Sogar wenn sie von hinten kommen, je nachdem. Ja. Oh, mit dem Ding im Entrench in. Okay. Das ist geil. Das kannst du auch zum Beispiel brauchen im Häuserkampf. Gutes Beispiel. Aber im Häuserkampf erwächst du ja ständig. Wie machst du das dort? Wenn du eine Stellung aufbaust. Ja, das ist klar. Ja. Jetzt zum Beispiel da. Also Eingang oben bewachen zum Beispiel. Nein, jetzt sagen wir, du bist da im Turm, oder? Hm?
Eigentlich, wenn du jetzt kannst du mal vorne anstehen, jetzt das wäre, weil wie du normal stehen würdest, oder? Wenn du zuschaust. Was du jetzt aber auch kannst mit dem SVT-Kit. Und die Höhe verstellen. Ich bin jetzt ein Ding, braced. Ich sehe nichts mehr rausschauen oben. Genau. Und du ziehst trotzdem, du siehst trotzdem aus der Lücke raus. Ja. Oh, ey, aber ich bin abgestützt. Das SSWT, das ist meine neue Zauberwaffe, ich brauche das immer, das ist geil. Es ist wie Stativ für eine Kamera, die habe ich immer dabei. Wird einfach immer viel besser. Ja. Oder? Das hilft extrem, weil du bist nicht mehr so gebunden, oder? Du musst nicht mehr direkt an deiner Deckung dran stehen, um den Bonus zu bekommen. Geil, und du hast einen grossen Radius, du kannst die Höhe verstellen. Ich sehe jetzt irgendwie nur Vorteile mit dem Ding. Warum sollte man das nicht dabei haben als LMG? Also als LMG ist es wahrscheinlich meistens ein bisschen zu langsam. Aber ab MMG definitiv. Also der Aufbau ist zu langsam? Ja. Wie lange geht denn das? Und das wiegt natürlich auch. Ja, wie viel wiegt das? Kilo? Das ist jetzt gerade eine gute Frage. Ich glaube, etwas im Bereich von 2 Kilo. Ach. Ja, 2 Kilo. Aber weißt du, du benutzt es ja eh nur, wenn du eine Stellung aufbaust und dann spielt es keine Rolle, also nicht so fest, wie schnell das jetzt ist. Ja. Ja, aber mit dem LM, mit dem LMG ist wahrscheinlich die Verlegenheit, dass du Full-Fledged Verteidigungsposition aufbaust. Ah, okay. Ja. Aber mit dem MMG definitiv hab's dabei. Ja. Macht das Leben so viel einfacher. LMG geht mit einem notfalls, aber so zum Load verteilen halt zwei. Ja, basically beim LMG, daher, dass du eh mit einem Führteam unterwegs bist, schmeiß ja mit dem Führteam einfach noch so, ja. Eine Munitionsbox sein. Sollte die auch noch etwas dafür machen, dass dir anstrebt ist. Ja. Oder. HMG. HMG, das ist. Ist das schon die einfach ganz links da? Ja, das sind die Dinger da. Das sind unsere tödlichsten Waffen im ganzen Spiel. Nicht ganz, aber sie sind ziemlich weit oben in der Liste. Sehr angenehm zum Schießen, kommen sehr weit an Thermalsicht und ich möchte dort nicht vorne stehen. Und dort ein, maximal zwei Schuss, die sie einfach alles treffen. Ja, weil die Schüsse in der Regel eh treffen und weil, ja, können generell gut Autos touren. HMG ist sogar noch besser. Ja, logisch. Die schrottet auch mittlere wie Fahrzeuge. Also so, Fahrzeuge, die schon leicht panzert sind, haben von denen da auch nicht wirklich Schutz. Was mit denen auch kannst machen, habe ich vergessen zu sagen, wenn du ein Fahrzeug hast mit einem Turm, also weißt du, mit einem automatisierten Turm, weißt du welche? Also wo nicht jemand dran steht, sondern wo gesteuert wird. Genau. Wenn du so eins hast mit dem HMG, kannst du im Fall ohne Probleme den Turm schließen. Okay. Nicht bei Infantry Fighting Vehicles oder so, aber bei den mittleren, leicht panzerten Fahrzeugen und so geht's. Mhm. Kommst du mit dem Sieg im Fall mit Unterauto, Truppentransporter und Shit durch. Autsch, und somit auch durch Helikopter. Helikopter hassen es, wenn mit dem sich beschossen, wenn es mit dem sich beschossen. Gut, ich habe ja öfters schon mal den Pilot aus dem Heli geschossen mit dem LMG und das funktioniert und dann stürzt er halt ab. Ja. Eben da ist halt auch mindestens ein 3-Mann-Team, oder? Was halt mit dem sich. Was mit dem MMG und gerade mit dem HMG extrem anfängt, ist, schau, gehst du auf die Karte. Ah, du hast noch 100 Schuss, du hast wenig Munition, ist bei dem Männer gewesen. Ja, aber jetzt sagen wir es so, ich zeige schon mal was auf die Karte. Du hast da quasi, das Gebiet ist feindlich, oder? Mhm. Und jetzt für some bizarre reason kommt dein Squad Leader auf die geile Idee. Deine Unterstützungsgruppe da zu platzieren, wo wir jetzt sind, oder? Und mit seiner Infanteriegruppe allerdings
ist er auf die geniale Idee gekommen, von dieser Seite anzugreifen. Ja, aber nein, das ist. Darum haben sie SWAT gegründet, weil Polizisten ein Haus umstellt haben und sich dann mit Friendly Fire gekillt haben. Ja. Das Problem ist, gerade HMG und MMG, alles, was da vorne in dem Wörfchen steht, Großteil zumindest, ist mehr oder weniger nur Sichtschutz. Bedeutet, nur weil du dein gegnerische Squad hinten dran siehst, anrücken, gerade im Fall vom 50, bedeutet das nicht, dass du sie nicht beschissen kannst aus Versehen. Ja, aber sorry, wer das nicht sieht, dass das eine schlechte Idee ist, so gegenseitig gegenüber, weiß ich nicht. Oder? Das ist offensichtlich. Am besten nach wie vor, wenn du so eine Situation hast, ist, also am liebsten hast du den. Wobei, warte jetzt, das gilt ja nur, wenn man quasi auf gleicher Ebene angreift. Wenn das jetzt ein Tal wäre, dort würde es dann gehen oder spicken die Schüsse vom Boden ab und machen dann auch wieder unschöne Sachen? Das machen sie. Nein, ja. Du würdest diese Situation generell nicht. Okay. Option 1. Option 2. Und das ist Option 3. Ich meine, es drüber selbst, wenn die jetzt quasi wie alt ist, einen Oreo Castro Kaffee, die in der Lost of War Kampagne besuchst. Das ist ja mehr oder weniger auf einem Hügel offen. Mhm. Selbst wenn sie hinten den Hügel auf angreifen, sie müssen Befehl geben, aufhören zu schiessen, bevor der erste von ihnen der Gring in die Nähe von Kante hat. Mhm. Das heisst, der interessante Teil vom Shit, seid ihr einfach im Däumchen drehen und habt keine Möglichkeit, deine Kollegen zu unterstützen. Ja, weil einfach die Position scheiße ist, aber dann ist es halt so. Ja, schon, aber eben, das hat der Squad Leader eigentlich von Anfang an vermeiden. Genau, es hat nie so weit sollen kommen. Ja. Aber wenn es so weit ist, nein. Eins ist okay, kann man machen. Ein Punkt, oder? Hat vor allem den Vorteil, dass du deine Leute sehr wahrscheinlich vorher sicher siehst kommen. Mhm. Oder? Das Dumme ist, dass es je nach Winkel, weißt, dass sie dann auf einmal drinnen stehen. Oder? Optimal ist 2, wenn sie in einen 90 Grad Winkel kommen. Warum ist jetzt 2 besser als 1? Weil das 1 eben, du schaust schon vorne, oder? Mhm. Wenn sie in einen flachen Winkel kommen, dann stehen sie einmal im Zeug rein. Aber wenn sie sich vorwärts bewegen und du siehst sie nicht, ist quasi wieder ein toter Winkel. Genau, oder? Wenn sie von der Seite kommen und relativ weit weg sind, oder, dann hast du viel mehr Zeit zum Reagieren, dass sie von der Seite ins Bild kommen. Oder? Müssen wir das nicht mit Funk so regeln, dass das dann. Das ist so sicher auch. Das ist sicher auch etwas, aber eben. Geh davon aus, dass Ausrüstung nicht funktioniert, wenn sie soll. Weißt du, was ich meine? Ja. Das Funkgerät funktioniert immer, außerdem, wenn du es brauchst. Besonders Saker Funkgerät. Es ist generell so, ist auch in 8 so im Fall. Ja. Funkgerät funktioniert immer aus, wenn du es brauchst. Shit. Dann, ja. So, ja, sonst noch irgendwelche Fragen? Irgendwas, was unklar ist? Nein, ist alles gut. Hey, cool, merci vielmals für die Einführung. Ja. Eben, die kleineren wie dann Schüssen und so, das lernst du in den Missionen selbstständig, oder? Wichtig ist einfach mit dem LMG, heb keine Angst, im Abzug zu ziehen. Also vor allem, wenn es rund geht. Und dann Schalldämpfer abmontieren. Aber sonst, es funktioniert mit Einzelführern, wenn man jetzt gesehen hat, wenn man noch im Stealth-Modus ist. Ja, aber überlasse das dann lieber anderen. Oder? Ja. Weil das Problem ist wirklich, das geht jetzt da in dieser ruhigen Situation und shit, kein Pressure, es muss nur auf der Tafel landen, weißt du, es muss nicht irgendetwas Vitales treffen und so weiter. Mm-hmm. Weil du hast schon die größere Grundstreuung als andere Waffen. Ja, ja. Das darfst du nie vergessen. Also wenn es darum geht, gezielt stealthy Leute rauszunehmen, überlade das den Rifles, überlade das den Marksman. Ja, aber ich habe es nur dort gesehen, bei der Mission hat jetzt unten irgend so Patrouille gehabt und alles. Und wir sind dann dort mit dem Nerf-Zimmer an den Hang gegangen.
Und mit Schalldämpfer hat es uns halt mal nicht gesehen. Man hat schön können knipsen und es ist ja dann eh losgegangen. Und dann irgendwann hat man halt können mit Streufeuer anfangen. Aber so, dass sie mal nicht auf uns aufmerksam werden, ist es halt schon vorteilhaft. Ja, eben, aber das LMG ist wirklich auch nicht so für Stealth-Work und so. Ah ja, klar. Man kann es, sollte es aber nicht, oder? Wenn du wirklich mit Stealth unterwegs sind, dann nimm ein SW, ein Support-Weapon, oder? Weil die bringt das, was du dann suchst, eher zum Table. Oder? Ich meine, du kannst schon ein LMG dabei haben für eine Stealth-Aktion, wenn du mehr oder weniger planst, beziehungsweise davon ausgeht, dass die ganze Sache so von Witz aufgeht, dass du nicht den Weg freischießen müsst. Dann ist das Ja. LMG wieder cool. Dann ist der Aber Oh das ist Shit-Button. richtig. Bis der Oh Shit-Button drückt wird, hast du mehr oder weniger Gewehr bei Fuß und darfst dem Gras beim Wachsen zuschauen, abgeben. Mami telefonieren. Nur ganz eine blöde Frage. Brauchst du mit dem LMG eine Optik? Nein, das haben wir ganz am Anfang hier festgestellt, weil es einfach so unpräzise ist. Und darum, also es gibt, was ist das Ding, das was wir sonst drauf haben, das was auch mit Nachtsicht funktioniert, das Six-Optik-Ding, wo halt nicht stark zoomt, aber trotzdem, ich finde das noch nützlich, das ist so. 6 Bravo 4, ja. Ja. Das Bravo 4 kannst du sicher drauf tun, bist du dann einfach bewusst, eben, du hast immer noch das LMG, Ja. oder? Also fang da nicht an, ich meine, so einer von meinen Lieblingsquotes ist, glaube ich, immer noch der, wo ich das Ding angeheimst Also eben, es kommt darauf an, habe. wie man es einsetzt. Es geht mit Einzelknipsis und so, dann würde es auch mit der Optik gehen, aber sobald dann halt heißt, ja jetzt mal Sperrfeuer, klar. Eben, fang gar nicht an mit Einzelfeuer. Ist nicht dein Job. Wirklich nicht. Ja. Weil, vergiss das gar wieder. Zwar wirklich, vergiss es. Weil das Okay. Problem ist das. Was ist dein Hauptauftrag als LMG-Schütz? Einschüchtern, suppressen, dass sie auf einen Rauch werfen und dass sie das Genau. weitere suchen. Genau. Zusammengefasst. Es ist der Schutz von deiner Feuergruppe, von deinem Feuerteam. Und die machen ja dann das, was Präzision braucht. Genau. Jeder Schuss, wo du im Einzelfeuer versuchst, irgendein einzelnes Ziel anzugreifen, Stimmt, ist fehlender Schutz für die. ist fehlender Schutz für dich. Darum wirklich vergiss das. Ja, du kannst sie relativ präzise abführen. Und ja, wenn nur ein Ziel dort ist, ein Schuss voll Ratata, oder? Dann halte ich mich auch zurück oder scanne lieber Gegner nach weiteren Zielen, oder? Ja. Aber viele Missionen, die wir auf die Fresse bekommen haben, haben wir auf die Fresse bekommen, weil unser LMG ihren Scheiß nicht gemacht hat. Okay. Weil sie eben genau das gemacht haben, was du gesagt hast. Ja, ich kann ja mal versuchen mit Einzelführen. Ja, ich Ja. kann ja mal. Sobald Man es kann losgeht, ja. kannst du es eben vergessen. Aber wenn wir so im Angriff sind und nicht gerade das Führer auf uns lenken, je nachdem. Ah ja, aber ja, ich weiß, der Hauptjob vom LMG, einfach mal, wenn es anfängt, dann wird Rasen Ja, gemäht. genau. Und dein Job ist grundsätzlich hier mal schnell taktischen Abschiffer, die der Turm und Springer und ein Gegner ihre irgendeiner Position, sei es eine Hütte oder eine Straße, fucking name it. Das ist der Turm, das nimmt die Station ein und fährt da absprayen. Einfach die Stellung beschießen mit dem expliziten Ziel, ihr habt euer Gring dungen. Springer-Element geht auf die Seite raus, flankiert und fällt in die Seite hinein. Also die Gringe Vorzugsweise unten haben mit sie es nicht. Handgranaten und Sturmgewehren, Ja, oder? ja. Jetzt gerade ein gutes Beispiel, das Dorf dort hinten, oder? Wenn dort sich ein Element von der Seite versucht anzubewegen, in unserem Fall von Süden her, oder? Auf das Dorf zu. Das Dorf hat die Übersicht. Ja, du hast ein bisschen Bäume und so, aber wirklich Deckung hast du nicht. Oder? Da kommt das LMG. Gast hat es mal so formuliert: Es gibt nur zwei Formen von Deckung.
Bunker und Feuerschutz. Oder? American hat joked, gut, ich einfach hinter dem Jugger mehr oder weniger eine Kompanie in Deckung gehen. Also das LMG macht den Feuerschutz. Genau. Ja. Oder? Und darum eben, vergiss den ganzen Quatsch, weil eben, das habe ich bei so vielen LMG-Schützen gesehen. Ich habe schon so viele Leute deswegen angeschrauen, dass sie gefälligst endlich den Finger an den Abzug tun und aufhören. Ja, ja. Versuchen sich als Marksman zu versuchen, oder? Ja. Darum löscht das gerade wieder raus, nicht in den Job. Mein Ziel ist nicht effektiv Shit zu treffen. Du hast deine Arbeit absolut perfekt gemacht. Wenn in diesem viertelstündigen Angriff auf das Kaff dort vorne kein einziger Gigo dort vorne den Ring auf hat. Ja. Das ist ein perfekter fucking Job von dir. Okay. Ja. Ja. Null Abschüsse, aber sie hat den Ring unten gehalten. Ja. Und glaubst du, mit Abschuss kommen von allein? Ja, ja klar, irgendwann trifft sie dann. Es gibt so eine funny Story von der Ternoa Mission, wo wir am Schluss auch das Scoreboard angeschaut haben. Und dann ist mir irgendwann so die Frage aufgekommen, Jagger, wo hast du eigentlich 43 Nasen gefunden? Meine Antwort war, zur Hölle, wenn ich es weiss. Ich habe keine Ahnung, wo die Typen waren. Spray. Ja, das war, hey, da unten im Dschungel hat etwas geschossen. Schüsse noch? Piu! Ja. Nee, aber wenn du aufhörst zu schiessen und dann die Möglichkeit gibst, den Ring aufzuhaben, ist das andere Element tot. Ja. Das sind die tot, die ich dir an die Kappe herschmieren. Ja. Oder, ich meine, wir können mal, wenn du willst, können wir mal ein riskantes, praktisches Beispiel machen. Das ist gut. Wir haben gerade hier in der Nähe einen relativ grossen Stein. Gerade vor uns da in der Schiessanlage rein. Also der hier auf 280. Kannst du mal hinter den in Deckung gehen? Okay. Ducken oder liegen? Nimm volle Deckung. Das Ziel ist nicht, dass ich dich treffe. Du sagst mir einfach, wo dass du eher rauskommen wirst. Vielleicht nicht links und rechts von mir. Ich kann ja mal ducken. Ja, die willst du eigentlich gar nicht den Kopf aufheben. Ja, aber ist unangenehm gewesen, oder? Ja. Du willst in der Deckung bleiben. Au. Ich fliege in die Deckung. Würdest du jetzt nochmal wagen, den Grind durchzunehmen? Nein, ich sehe, was du meinst. Ja. Es ist beeindruckend. Au. Und das Schöne ist, selbst wenn die Salve aufhört, ich kenne keinen, der 150 bzw. 200 Schuss vollautomatisch abzählen kann. Ja, aber du willst nicht... Wenn schnell aufhört zu schiessen für 6 Sekunden. Fuck, du hast ja den Ring nicht auf. Jetzt bin ich auf dem Hus. Ja. Darum, schön super einsprayen, deckt halten, gibt uns Zeit zum Arbeiten. Ja, du willst auch nicht den Kopf aufheben, es könnte jederzeit wieder losgehen, ja. Das ist genau der Plan. Und eben, du kennst es, solange du den Ring unten hast, weißt du nicht, was vor deiner Deckung geht. Mhm. Ergo, du bist blind. Wo zur Hölle habe ich dich getroffen? Was ist das jetzt gewesen? Torso rechts. Ah, okay, du bist schon wieder fit, okay. Aber ich meine, ich bin jetzt bis dahin gekommen. Ich glaube, du hast recht lange nicht gewusst, dass ich da rüberkomme, oder? Oh, hallo, ja, jetzt. Ich habe ja nicht umgeschaut. Ein paar Minuten da. Ich habe nicht umgeschaut. Ich habe es gar nicht erwartet, aber das war genau der Effekt gewesen. Ja. Oder ein praktisches Beispiel, warum es scheiße ist, von einem LMG festgenagelt zu werden. Mhm.
Ja, jetzt sehe ich, dass der taktische Einsatzzweck von dem. Aber das ist gut, dann wird ich LMG machen für die nächste Mission. Du musst nicht genau zielen, du musst einfach sprayen. Richtig, aber spray dich auch. Es ist entweder Jugger oder ich, wenn du dich anschnauze, wieso dass du nicht sprayst. Ich spray schon, wenn ich genug Gürtel habe, das ist kein Problem. Ja. Und bring einfach nicht den 3-Max, respektive meinen alten Witz. Wobei 3-Max ihn, glaube ich, im Ernst gemacht hat. Das war, glaube ich, der Unterschied zu mir. Was war es? Du weißt, wie 3-Max 3-Max heisst. 3 Magazin? Ja, warum das ist die so? Allererste Zeus-Mission, die ich für die vier gemacht habe. Der Maurik, der Steffi, der Patrick und der Andi, Freemax. Sie waren dort in ihrer Hütte drinnen. Ihr Dreck, Bandagen und Morphi-Hütte. Und der Nico als, ja, der Nico als Squad-Leader so, okay, kurzer Mac-Check. Ja, habe noch 5 Magazine. Ja, ist scheiße, habe nur noch 4. Nachher hörst du vom Andi das grosse Heulen, ich habe nur noch 3 Magazine. Mit dem und LMG. Vom Nico. Andi, du bist LMG. Hat 200 Schuss je 3. Richtig. Yeah. Er hat immer noch irgendwie das Zehnfache von der anderen Munition gehabt. Ja, ja. Oder merken Sie was? Ja. Ist nur ein bisschen doof gewesen. Ich meine, ich habe den Witz früher oft also als Witz gebracht. Ja, das ist. Stand Rischio gesehen. Ja. Nono, Sigi und Vater am Heulen. Nur noch 3 Magazin. Jacke neben dran, hört auf Jammer, ich auch nur noch 3. Vater, ja. Schnauze, deine Magazine sind gross.